Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Community, hier zum Flimmer-Simulator 2021. Mit mir, dem Chrissy Schnissi, auf Europa. Die Luft flimmert ein wenig. Könnte daran liegen, dass wir hier über 100 Grad hatten gerade. Und deswegen werden wir mal ganz schnell die Sachen hier wegfiltern. Einfach, damit es nicht mehr so heiß wird hier in diesem wunderschönen Gebiet. 93 Grad, oh ja, das ist nicht gut. Hauer, hauer, hauer. Schnell weggefiltert hier die Sache. So, hier flimmert's, ne? Seht ihr, wie die Luft flimmert? Ist schon ein bisschen geil. Ja. Hier flimmert's. 89 Grad. 89 Grad. Das ganze Wochenende. Verdammte Scheiße. So. Wir wollten Rohre bauen. Jetzt gucken wir erstmal, wie es hier den Bakterien geht. Oh, 123 Grad. Das ist, oh ja, die fühlen sich richtig wohl bei der Temperatur. Ich sehe das schon. Wir filtern das mal weg. Das kühlt sowieso wieder ab. Braucht euch keine Gedanken machen. Das kühlt wieder ab. Wir machen mal den Einbrechersimulator hier weg und filtern das mal raus. Wir können ja mal kurz kicken, wie das hier aussieht gerade hier unten. Ah, hier haben wir, auch hier haben wir schon 30 Grad. Gucke. Gucke. So, was haben wir denn hier? X. Na, X ist ja gar nichts drin hier. Das ist ja überhaupt nichts. Oh, 7000 Mol haben wir schon. Okay. Was haben wir hier? 4000 Mol X. Okay. N2 haben wir auch schon. 194 Mol. Sehr schön. Was haben wir noch? Keins. Kommt aber noch. H2, 10 Grad. Naja, siehst du. Und Sauerstoff, 165 Grad. Entzündet sich nicht selbst, weil kann sich nicht selbst entzünden, weil ist kein Entzünder dabei. Also können wir das Ding auch richtig heiß machen. Passiert nichts. Ja, so haben wir erstmal alles soweit schicki. Gucken wir mal hier, Temperatur 94 Grad. Ja, 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 das ist okay. Aber das können wir wegfiltern. Wie gesagt, kühlen können wir immer. Heizen ist schön. Wir lassen das mal schön warm hier. Das ist toll. 100 Grad. Naja, mal gut, dass wir schon den neuen Anzug anhaben. Der kann das nämlich ab. So, schick. 50 Grad ist angenehm warm hier drin. Wie sieht denn das eigentlich aus mit unserer Atmosphäre? Wartet mal, ich wollte doch mal... Wir wollten doch die Basis mal vakuumieren, weil hier ist doch bestimmt ein Haufen Scheiß in der Luft. Obwohl, das könnten wir sogar atmen, glaube ich. Oder? Ja gut, die Temperature ist jetzt ein bisschen high, aber wenn wir jetzt mal hier... Können wir mal irgendwo hingehen, wo es nicht so heiß ist hier? Warte mal. Hinten in der Ecke vielleicht? Ah, ist so heiß. Verdammt. Ja, das kühlt doch wieder. Das kühlt doch wieder ab hier. Keine Angst. So, wie sieht es denn hier aus? 13 Megapascal, 44, 42, alles klar. Jetzt müssen wir mal irgendwo hingehen, wo es nicht so heiß ist. Und dann gucken wir mal, ob wir atmen können, weil die Luft sieht eigentlich gut aus. Hier, guck mal, hier unten war es doch nicht so heiß. Hier war es doch nicht so heiß. 45 Grad, guck mal. Können wir mal eine Tür aufmachen hier? Mal einen Helm auf. Jo, können wir schon atmen. Guckt. Ha! Ja, mein Helm abgenommen. Boop. Hallo. 30 Grad. 113 Pascal. Kilopascal. Und 31 Grad. Und hier, guckt, hier ist kaum Scheiß in der Luft. Hier ist viel Sauerstoff drin. Ein bisschen N2, ein bisschen CO2, ein bisschen X. Also, schick. Wa? Ist das nicht geil? Ach ja, ist geil. Ich liebe das. Ich liebe dieses Spiel einfach nur. Ja, hier ist warm. Hier oben ist nur warm. Ja, hier haben wir ordentlich noch gerade immer eine ordentliche Temperatur hier. 102 Grad gerade. Uiuiui. Oh, es geht. Fast weggefiltert. So. Okidoki. Wir brauchen hier natürlich ein bisschen weniger Temperatur zukünftig. Weil die werden nämlich vom Dings, werden die nämlich wunderschön gewärmt jetzt hier gleich. Die, einen müssen wir machen. Weil, der braucht ein bisschen Temperatur, der Stirling Generator. Und deswegen werden wir hier mal, hier unten müssen wir mal noch irgendwo noch einen Radiator dran bauen. Also einen brauchen wir hier noch, weil... Hier ist noch zu kalt. Wohl 38 Grad. Reicht. Reicht. Hier muss es nicht so warm sein. So. Die Temperatur, die gleicht sich ja jetzt aus. Und jetzt ist die Frage, welches Gas nehmen wir jetzt dafür, für die Stirlings? Also wir brauchen natürlich dieses Gas hier. Dieses tolle, heiße Gas von dem Tank. Das ist ja die, genau, das ist die Leitung hier. Das heißt, wir können hier rausgehen. Na, können wir nicht. Ach, wir müssten eigentlich... Ja, wir müssen eigentlich... Ja,
Ja, ich habe gesagt, wir gehen nach unten. Ja, machen wir. Wir gucken jetzt mal, wo man den Stirling-Generator baut. Wir gucken erst mal an. Ja, Stirling. Ja, 14 Megapascal, ne? Stirling Engine. So, wird hergestellt im... Ist geil, steht da nicht. Electronics Printer Tier 1. Da ist er. So. Gucken wir mal. Wir bauen mal 2. Weil Stahl. Hatte ich nicht hier irgendwo einen Haufen Stahl reingeschmissen? 304 Gramm Stahl. Na, das machen wir mal. Den stecken wir mal noch. Den stecken wir mal noch auseinander. Was? 50? Ach, ich weiß warum. Ha! Weil ich hier einen 50er Stack eingestellt habe. Ach nö. Naja, dann haben wir jetzt hier ein bisschen Stahl gesteckt, auseinander gesteckt. Ist doch gut. So, wir wollen Stirling Engine, wollen wir 2 Stück bauen. Genau, dann bauen wir. Dann haben wir ja hier oben noch auf 2 gestellt. Immer mal hingucken. Das ist ja jetzt neu, da müssen wir uns dran gewöhnen. Übrigens, danke nochmal, lieber Kollege aus der Community, für das Skript. Ja. Gibt es übrigens auch im Discord-Channel bei uns, also kann man sich das holen. Der Stacker steht auf 50, okay, das ist mir egal. Er schmeißt es ja eh aus. Also können wir die Stackgröße tatsächlich auf 50 stellen und dann ist gut. Er geht jetzt, bevor er jetzt ausgeht, schmeißt das raus. Also jetzt habe ich es verstanden, ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden. Also wir brauchen keinen, der Stacker muss gar nicht gesteuert werden, weil wir stellen ihn einfach auf 50 und ins Peng. Ja? Und damit stackt er die Kabel entweder auf 50 oder er spuckt sie aus, wenn er fertig ist mit Bauen. So, jetzt haben wir schon die zweite, die hier leer ist und die da hinten. Ah, das ist ein bisschen. Das gefällt mir nicht. So, gucken wir uns mal das Kit an, wie das aussieht. Ja, ist so geil. Propeller, Motor, ein paar Rods und hier ein paar Rohre. Alles schön verpackt mit einer Elektronikkiste. Ein paar Kabel. Ach, ich liebe es. Ich liebe es einfach. So, ich würde ja mal sagen, rein raus. Das heißt, wir müssten die so hinstellen. Rein raus, ja. Genau. Das heißt, die steht jetzt. Wartet, wir müssen die ein bisschen versetzen. Die steht hier. Und die steht hier. Genau. So machen wir es. 2 Stirlings. So, was brauchen wir? Welding Torch und Stahlsheets. Na mal gut, dass wir die noch in der Tasche hatten von vorhin. Hammer. Jetzt brauchen wir Electronic Parts. Hm. Ja, wir sollten uns mal angewöhnen, dass wir vorher gucken, aus was die gebaut sind. Electronic Parts, Deal Sheets und dann haben wir sie. Okay, also brauchen wir jetzt noch Electronic Parts. Die bauen wir wahrscheinlich im Electronics Printer. Gehe ich mal von aus, wie weit ist denn hier unsere Kühlung hier, unsere Pesung hier? Ist das Rohr jetzt leer? Ja, das Rohr ist schon leer, alles klar. Okay, die ist schon leer. Den können wir hier ausmachen. Brauchen wir die Energie nicht verschwenden. Ja, das müssen wir auch noch automatisieren. Ihr wisst es, unser Druck- und Mol-Skript, das werden wir dann entsprechend verwenden, um unsere Sachen dann zu steuern. Ich wollte irgendwas machen. Electronic Parts wollte ich herstellen. Genau. Wie viele Electronic Parts brauchen wir denn? Wir brauchen 2 pro Dings, also brauchen wir insgesamt 4. Stellen wir mal auf 4. Ah, ich brauche Fußböden hier. Das ist nervt mich. So, Electronic Parts, also elektronische Teile und go. So, Fußböden. Fußböden bauen wir hier drinnen in der Autolase. Und da baue ich mal bitte... Bau mal bitte... 20 Stück. Eisen. Ist geil, wie die wieder ausgeht danach. Es ist einfach nur schön. Okay, machen wir mal hier so einen schönen Eisenstack. Wir brauchen ja immer Eisen, das ist das Problem. Wir brauchen immer Eisen. 72 Grad haben wir hier. Alles klar. Bup, 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 bup. So. Ah, der Eisenverbrauch ist schon immens hier in diesem Spiel. Aber es wird ja auch alles aus Eisen gemacht. Stahl wird aus Eisen gemacht. Alles. Von daher. Und die ganzen Crates und bla. Und ach, es wird alles aus Eisen gemacht. Alles wird aus Eisen gemacht. Tschalalala. Okay.
Dann gucken wir uns mal die Sterlings an gleich. Aber erstmal bauen wir hier Fußböden. Ich hasse es. Nee, 20 ist eine blöde Zahl. Ich glaube, die können nicht auf maximal gestackt werden. Ich glaube, 50 auf 50 stacken die nicht. Warum habe ich denn den Stahl jetzt hier? Komm, wir legen den mal hier rein. Weil ich glaube nämlich, dass ich genug Stahl da drin habe. Und den Stahl, den wir benötigen, den legen wir uns dann da rein. Wir haben gerade Stahl geschmolzen, obwohl der Becher lag. So, 50 Stück. Lass brennen, das Ding. So lustig, wie er schon 5% hat bei einem. Oh ja, doch, man kann die stacken. Aber ich glaube nicht auf 50. So, dann bauen wir jetzt erstmal die Sterlings, die Sterlings weiter. Ich denke mal, wenn wir die, können wir 5 Stück von hintereinander bauen, ey. Sehr schön. So, Electronic Ports. Haben wir. Oh, schon fertig. Na, siehst du. Ach, wir brauchen ja noch 2 Tanks. Ja. Aber da wollte ich jetzt mal ganz kurz was gucken. Wenn unter hohem Druck stehendes heißes Gas eingebracht wird in die Input Pipe, heizt dieses Gas die heiße Seite der Unit. Dann kommt es aus der Output Pipe wieder raus. Die coole Seite ist das hier. Oh Mann, hier, das hier ist die. Gucken wir mal hier. Das ist die cooler Seite hier. The cooler side uses the room ambient atmosphere, which must be kept at lower temperature and pressure in order to create a differential. Genau, also wir müssen hier weniger Druck und weniger Temperatur haben, als wir hier reinschieben. Das ist ja jetzt auch selbst bei 105 Grad noch der Fall. Add a working gas by inserting a gas canister. The unit must be deactivated when adding or removing canisters, or the working gas may leak into the surrounding atmosphere. Gases with a low molecular mass make the most efficient working gases. Increasing the moles of working gas can result in a greater potential power output. However, overpressuring the unit may have suboptimal results. Okay, das heißt, das Gas wird natürlich heiß und geht dadurch in einen expandierten Zustand über. Also es wird, größer sozusagen. 10er Stacks, okay. Also es wird nicht größer, sondern das Volumen, ja. Und was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen ein Gas mit einem kleinen Mol-Amount, also Mol-Gewicht oder Mol-Größe, das wäre in dem Fall H2, müssen wir da reinfüllen. Und dazu würde ich aber H2 nehmen und Smart Kanister. Weil wenn wir die halb voll machen, passiert nichts. Oder was? Hey, guck mal, so sieht es ja schon viel besser aus hier. So kann man hier jetzt auch rumlaufen, ey. Wie, jetzt hat er nur noch 8 gemacht? Das heißt, war nicht genug Eisen da? Oder was? So, ach, was mache ich denn? Ich musste hier gleich noch mit dem Rohr lang. Ach, ist egal. Lassen wir so. Das hier können wir noch schön einpacken hier. Damit das hier auch mal ein bisschen schöner aussieht. Ja, ich hab mich dem verschrieben, diese... Ich mag die Dinger. Ich mag sie einfach. Ja. So, dann läuft sich das doch hier alles ein bisschen besser, ey. Dann brauchen wir nicht immer an den Türen hüpfen, sondern dann können wir hier einfach so... Ne? Durchgehen. Ach, guck mal, wie schön das hier aussieht. So, Smart Kanister stellen wir nochmal woher. Ich habe es gerade gesucht, ey. Ach, Mensch, ey. Ich kann mir das nicht merken. Ich bin wie so ein Karnickel, ey. Bis vorgestern kann ich mich noch erinnern. Aber dann ist vorbei. Pipebender. Na, wo auch sonst. So, dann machen wir mal... Wir haben jetzt 2 Sterlys, also brauchen wir 2. Und dann müssen wir jetzt noch eine Abfüllvorrichtung bauen. Also nicht eine Abfüllvorrichtung, sondern eine Abfüllvorrichtung. Oh, 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 nein, 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 nicht wegbacken. Oh, weggebackt. Weggebackt. Oh, Spiel! Oh, ja, okay. Also Smart Kanister mögen sich nicht mit
Fußböden. Okay, alles klar. So, das Mattkanister, zwei Stück. Jetzt müssen wir noch eine Apfel. Ist es wieder ausgegangen? Müssen wir noch eine Apfelvorrichtung bauen? Das heißt, wir brauchen so ein Ding hier. Das fliegt mir jetzt gleich in die Sicht. Achtung. Ihr kennt das. Das ist bei dem Teil ist das immer so. Nicht zwei hier bauen. Eins bauen. Das ist besser. Huch, hat die ruckelt. Eins bauen, eins bauen, eins bauen. Oh, juh. Ja, seht ihr, es ist schon wieder hier hingebackt. Und jetzt brauchen wir noch einen Pressure Regulator. Ein Pressure Regulator brauchen wir auch noch. Gold. Ja, wir haben gesagt, wir holen nichts mehr aus anderen Maschinen raus, sondern wir schmelzen entsprechende Einheiten ein, die wir brauchen. Und ja. Ja, auch hier wieder Power Low. Bei 77 Grad Außentemperatur. Das glaubst du wohl selber nicht. 100 Gold, alles klar. So. Der Stecker hier kann auch aus. Und wir brauchen einen Pressure Regulator. Einer reicht. Da könnten wir uns eigentlich auch eine Pipe hinlegen. Eine Wasserstoffpipe. Das könnte gehen. Das könnte gehen. Gut, wir werden jetzt hier unten ein bisschen Wasserstoff abfüllen, aber ich muss jetzt erstmal ganz kurz in den Hintergrund. Es hatte bimmelt. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. So, meine kleinen Pupsis, da bin ich wieder. Und ja, wir haben gar keinen Strom hier unten. Oh, wir müssen Strom hinlegen. Oh, ja, wir wollen jetzt hier erstmal was basteln. Und zwar brauchen wir jetzt... wir brauchen auch noch Rohre. Und was wir auch noch brauchen ist, Kabel haben wir. Na gut, mit 49 Kabeln kommen wir nicht weit. Das heißt, wir werden mal noch 50 Kabel herstellen. Cable Coil. Und jetzt gucke ich mal, ob das geht. Oh, das geht nicht. Ey, warum geht das nicht? Das ist ja blöd. Man kann das tatsächlich nicht machen. Kann man nicht. So, Kabelkolze. Jetzt brauchen wir noch Rohre. Insulated Pipes brauchen wir noch. Eine. Mhm, genau. Okay, so, dann machen wir hier auch mal, wir stellen mal, wir brauchen ja sowieso gleich noch welche für die Stirling Generators, also machen wir mal 70, na, so viel können wir eh nicht bauen, egal, so. So, 50 Kabel, die Hälfte haben wir schon, haben wir den hier schon hochgestellt, ja. Schon hochgestellt. Aber ich glaube, die können ja eh nur, sind ja eh nur 30er Stacks. Also von daher. So, die Stirling-Eumel, da müssen wir jetzt erstmal Wasserstoff abfüllen. Und dann machen wir aber, den machen wir nur halb voll, dass der noch Zeit hat, sich auszudehnen. 78%, 12%. Das ist schon geil gemacht. Also muss man echt sagen, ist echt gut. Diese ganze Technologie hier. Da hinten hätten wir jetzt die 4 hätten wir noch bauen können und 6. Ja, wollen wir die noch bauen? Ja, komm, wir bauen die 6 dann noch. Ja, machen wir. Ne, 50 nicht. Ja, seht ihr, das ist jetzt der Nachteil dabei. Dass man jetzt hier immer so... ne, muss man immer rumklicken hier. Das ist eigentlich total blöd. Ich verstehe nicht, warum es nicht geht. So, okay. 50 Kabelcoils. Hammer. Der ist schon wieder ausgegangen. Das ist gut. So, was hat denn der jetzt hier schon gesteckt? 18, 19, jetzt kommt gleich ein 20er Stack. Jo, da ist er. So, den können wir mal in den Schrank packen. Das ist ja unser Müllschrank, ne? Hier schmeißen wir alles rein, was wir nicht brauchen. Die brauchen wir auch erstmal nicht. Den können wir auch erstmal hier reintun, das ist egal. So, Strömlinge haben wir. Jetzt müssen wir noch einen Trafo müssen wir noch bauen. Wir müssen ja unser Tanklager noch mit einem Trafo abkoppeln, ne? Transformator. So. Ne, nicht 50 Stück, da machen wir nur einen, aber sprechen wir dann jetzt ab. So, ist abgebrockt.
Und bitte einmal raus, das Ding. So, Hammer. 46%. Haben wir schon. So. Na gut, das kann ja laufen. Wir müssen nicht daneben stehen. Das ist ja der Vorteil bei dieser Technologie. Wir müssen da nicht daneben stehen. Genau. So, das heißt, wir brauchen jetzt erstmal einen Trafomator. Da könnten wir ja den eigentlich... Das können wir hier hinbauen, weil... Das geht ja dann gleich dahin. Da rein, da raus. Genau. So, den stellen wir jetzt auch noch hoch. Das ist Transformator Tanklager. 5000. Und das Ding heißt Transformator Tanklager. Habe ich die auch so benannt hier? Ja, habe ich. So, Transformator Tanklager. Hier fehlt ein Werkzeug. Hier fehlt schon wieder ein Werkzeug. Irgendwas fehlt hier. Irgendwas fehlt. Kuhfußhammer, Schweißgeräthammer. Was fehlt denn hier? Fehlt da irgendein Werkzeug? Verstehe ich nicht. Heavy Cable, genau. Wir brauchen Heavy Cable. Oh nein, das ist ja wieder total blöd hier gerade, was wir hier machen. Aber okay, so geht's. Die Heavy Cable werden nicht reichen. Doch, sie reichen. So. Naja, es wird Zeit für einen Sturm, würde ich sagen. Jetzt müssen wir gucken, wie kommen wir jetzt zum Tanklager? Wir können hier... Ja, hier können wir lang gehen, das geht. Das geht, das geht, das geht. Ja, das geht. Ich glaube, da kommen wir mit den Kabeln gar nicht hin, die wir hier rangebastelt haben, aber... Ist das jetzt? Ne. So rum. Nein. Wisst ihr, was wir noch machen können? Wir können mal die Kabel auch mal anmalen. Weil damit könnten wir dann nämlich, wissen wir nämlich, welches Kabel welches ist, wenn wir es sehen. Ja. Das wäre eine Idee. Ja klar, dass man die jetzt hier so verlegt, ist eigentlich total blöd. Das wäre an der Decke, wäre besser. Ist lustig, ne? Der Chris ist mal ruhig, ey. Dass das noch hebt, war unglaublich. Okay, und jetzt müssen wir uns überlegen, wir gehen hier an der Wand lang, genau. Also müssen wir jetzt hier einen Knicki-Knick machen. So, jetzt machen wir hier einen Knicki-Knick. Die Tür vom Tanklager kann eigentlich gleich mit angeschlossen werden. Aber Strom schließen wir nicht an. Datenport meine ich. Dann können wir die nämlich jetzt auch... Können wir nicht, weil wir haben noch keinen Strom dran. Ach, dann müssen wir nämlich wieder zurücklaufen. Da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. Deswegen schalten wir den gleich mal an. Dann haben wir da nämlich gleich Strom drauf. Ja, also das mit den Trafos ist eine coole Sache auf jeden Fall. Ja, guck mal, jetzt können wir hier Tür auf und zu machen. So muss das sein. So. Kabel. Das war's schon mit Kabel. Okay. Die Tür gehört ja zum Tanklager, also können wir die ruhig damit ranführen.
Ja, das ist dann natürlich tanklagermäßig, müssen wir dann mal gucken, wie wir das machen, weil wir natürlich die Daten der Tanks wollen wir natürlich auch haben irgendwann. So. Ich würde ja sagen, wir machen das seitlich, würde ich sagen. Und zwar Richtung Wassertank. Ist das in Ordnung? So. Jetzt kommt hier ein Druckregler rein und das Ding hier zum Abfüllen. Ja, das ist wieder so geil. Ich weiß nicht, warum er. Ach so, mehr, ich weiß warum. Er dreht jetzt so, weil kein Rohr fehlt. Sonst wüsste er nämlich schon, wohin muss. Ja. Nee. 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 Ja. Okay. So. Jetzt brauchen wir noch Kabel. Gucken wir mal, ob wir mit den 15 hinkommen, die wir noch haben. Ja, ich denke mal schon. So, und das Ding stellen wir jetzt ein auf 10 Megapascal. 10.000. So. Weil dann kann der nämlich 10.000 kPa, genau. Oh, nee, warte, das wollen wir so nicht machen. Na wohl, doch, das können wir so machen. Passiert nämlich nichts. Eigentlich dürfte da nichts passieren. Nein, das wollte ich nicht machen. Ich wollte hier draufklicken. Dann wollte ich den da rein tun. Und jetzt müssen wir mal abspeichern, glaube ich. Wir speichern mal ab. Und zwar machen wir das mal so. Ihr seht jetzt hier meine wunderschöne Speicher-Technologie hier, dass ich immer so eine Folge da hinten dran hänge, aber das stimmt nicht mit der Folge überein, die ihr da so seht. So, das Problem an dem Druckregler ist halt, dass der eben extrem langsam ist. Ja? Und deswegen finde ich die eigentlich nicht so schön, diese Druckregler. Theoretisch müsste eigentlich hier jetzt noch eine Volumenpumpe davor. Aber ach, eigentlich ist das mit dem Druckregler total blöd. Eigentlich können wir das auch mit einer Volumenpumpe machen. Es geht auf jeden Fall schneller. Ja, und ich denke mal, das sollten wir auch tun. Wir werden jetzt mal eine Volumenpumpe bauen. Ich stolpere jedes Mal darüber. Ja, das ist jedes Mal ist das Problem. 70 Stück, genau. Wir bauen jetzt 70 Stück. So, die Rohre können wir hier schon mal alle einsammeln. Das ist ja das Schöne an dem Skript. Die haben super funktioniert. Vielen Dank nochmal. Das werde ich jetzt immer wieder sagen. Ja, sage ich jetzt immer wieder. Also Volumenpumpe ist besser, weil die einfach schneller funktioniert. Der Tank ist schneller voll. Ja, also da brauchen wir eigentlich keinen Druckregler. Also ihr seht ja hier, hier ist noch nichts drin. 68 kPa. Pff. Okay. Bauen wir also wieder ab. Aber die Druckregler sind nicht schlecht. Also wir brauchen die auf jeden Fall auch. Aber ja, mit einer Volumenpumpe geht es schneller. Dann machen wir mal 50 Liter vielleicht. 50 Liter. Machen wir mal anders Ding. Oh, ja. Das waren schon 10. Das waren 14. Ah, 14 sind zu viel. Okay, 60 Liter ist zu viel. Stellen wir die mal auf 10 Liter. Wir machen jetzt mal was, was man eigentlich normalerweise nicht macht. Aber wir entlassen das jetzt mal in die Umgebung. Also nicht in die Umgebung. Ah, wisst ihr, was wir machen können? Wir bauen uns jetzt mal hier noch so ein Ding, um das wieder der Filtration zuzuführen. Ja, das haben wir nämlich auch noch nicht gemacht. Und zwar, wir bauen mal noch so einen Kasten und Power Low, ja, alles klar. So. Also so viel Batterie, wie ich hier wechsle. Na gut, ich habe jetzt noch keine nukleare Batterie. Die könnte ich ja eigentlich auch mal bauen. Langsam könnten wir die mal bauen. Oh, jetzt ist hier alles wieder verbuggt. Machen wir nochmal Cancel, machen nochmal die Suche, dann ist es wieder richtig. Dann Storage bauen wir nochmal. Weil dann können wir nämlich die Flasche jetzt wieder
enttüdeln sozusagen. Oh, da geht er nicht automatisch aus. Das ist aber nicht schlimm. Dann können wir nämlich die Flasche leer machen, ohne dass wir das Gas verlieren. Ja. Ja, das ist eine gute Idee. So, und zwar bauen wir das Ding jetzt mal hier hin. Genau. Das ist ja nicht ein Fill, sondern das ist ja, das ist Waste. Wo ist denn hier unsere... Wir hatten doch hier eine pinkfarbene Spraybüchse. Wo ist denn die hin? Die liegt bestimmt hier irgendwo unter dem Crating. Unter dem... Die liegt hier irgendwo drunter. Weil dann könnten wir die nämlich lila machen, dann wüssten wir, dass es... Okay, wir bauen schnell eine lila Flasche. Ja, ich möchte das bitte jetzt einmal so haben. Einfach, um es ein bisschen ordentlich zu haben. Und zwar... Hier, Spraypaint Pink. Okay. Also ist alles nicht so ohne, ja? Also man kommt vom Hundertsten ins Tausendste. Ärgerlich. Aber ist so. Dann wissen wir, das ist... Genau. So. So, jetzt schnappen wir uns mal das Ding hier. Jetpack Critical. Jetpack Critical? Achso. Ja, wir können damit ja auch fliegen, ja, hast du recht. Können wir auch. Ha! Ja. Fliegen wir damit einfach ein bisschen. Dürfen wir jetzt nur nicht hier machen, weil dann explodieren wir. So, der ist leer. Ja, stimmt, wir dürfen jetzt hier drin nicht fliegen. Wir haben 60 Grad und 70 Grad und reine Sauerstoffatmosphäre. Wenn wir jetzt den Jetpack starten, dann explodieren wir. Oh, ich muss das unbedingt... Oh, eigentlich bin ich voll blöd. Gut, okay. Das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Wir machen gleich weiter. Bis dann. Tschüss.